Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach Ticket und heute habe ich das Spiel Puzzles and Survivor. Das hatte ich vor kurzem schon mal gehabt, deswegen ist es noch drauf. Und ich habe es auch ein bisschen weiter gespielt. Nicht viel, immer nur so am Tag, vielleicht 2-3 Minuten. Nein, ein bisschen mehr schon. Also ich habe es hochgeladen, dann habe ich nur die Leute abgeholt, was Neues erforscht und was gebaut. Und das war's. Mehr habe ich nicht gemacht. Und jetzt sind wir hier. Mittlerweile ist hier die Wintersaison eingebrochen. Es schneit hier schön. Hier ist zu Hause leider nicht. Obwohl, ich darf sowieso keinen Ski fahren. Daher wäre es auch egal. Dann holen wir erstmal jetzt die ganzen Punkte ab, die ich hier jetzt so noch am Leuchten habe. Die Allianz muss ich 20 Spenden machen. Letztes Mal hatte ich Probleme gehabt, da habe ich sie nicht alle geschafft. Ah doch, jetzt ja. Dann bei der Post mal reinschauen, was gibt es hier Schönes. So, haben wir auch fertig. Allianz Post. So, haben wir das auch gelöscht. Jetzt eine Gratisbeschwörung, Rekrutierung. Was kriege ich? Ah. Nur 2 Minuten, oder 2x 5 Minuten machen das, glaube ich. Hier bekommen wir einen Charakter, ein Puzzleteil von Queenie Frog. Frog. Ah, cool. Da kriegen wir meinen ganzen Charakter. Nee. Doch nicht. Doch keinen ganzen Charakter. Shit. So eine Mist. MRC ist der beste Spieler immer noch. Schon seit ich das Spiel spiele. Ist immer die Person ganz oben an erster Stelle. Tagesqueste habe ich 2 fertig. Ich werde hier auch nicht alle Tagesqueste machen, weil ich denke mal, das wird ein bisschen zu lange dauern. Den möchte ich eigentlich hochleveln. Da fehlen mir noch 25 Nummer 1 Dinger. Erstmal den upgraden. Jetzt blinkt das hier wenigstens nicht, doch da noch. Ach, die haben wir doch gerade gekriegt. Dann hatte ich die schon. Auch gut. Okay. Ups. Queste. Schauen wir mal. Belohnungen. Die will ich auch haben. Gibt's nicht. Man kann sich immer nur 2 aussuchen. Keine 2 Belohnungen von dieser Schutzkammer melden. Oh, hätte ich die beiden genommen. Naja. Hä? Ich verstehe das nicht. Bitte wähle 9 Belohnungen von der Schutzkammer. Ah, hier 2. Hier 3. Und hier soll ich 4 aussuchen. Machen wir es ganz einfach so.
Obwohl, ich brauche vielleicht den nochmal. 40 Stück. Wow. Okay. Also, so was ist das? Okay, der nächste Punkt. Abholen. Jawohl. VIP. Verwenden. Verwenden. Gut, dann er sagt, ich soll Allianzhalle aufbauen, den Upgrade, machen wir ein Upgrade und die Forschung. Schauen, was wir hier haben. Der ist schon auf maximal. Bei denen geht es nicht weiter und da komme ich noch nicht ran. Bei Wirtschaft maximal, der geht weiter. In die Halle. Muss er noch die Hand. Ach da. Da war mal eine Frage. Ab welchem VIP-Level kannst du, Kommandant? Tolerant gratis rücksetzen. Ich weiß nicht, ob 10. Jawohl. Gut, dann nehmen wir die 5 Besten. Ich kämpfe jetzt gegen den hier in der Arena. Herausforderer. Gegen wen kämpfen wir? Stärke 3 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen, 3 Millionen. Alles zu stark für mich. Dann nehmen wir den hier. Will ich sowieso verlieren, weil die 3 Millionen Stärke. Ah. Guck mal, ich mache gar keinen Schaden bei denen. Nutze ich auch mal meine Waffe, die macht auch keinen Schaden. Hätte mich auch gewundert. Den haben wir. Der nächste ist 2 Millionen, 1 Million, 2 Millionen, 1. Nehmen wir den mit 1 Million, ist auch viel zu stark für mich. Also da sehe ich nichts, wo ich was gewinnen könnte, deswegen war einfach den Schwächsten von den ganzen und verlieren da mal eine Runde. Ja. Ich habe auch eine Kettensäge, nicht mehr. Das ging sogar noch schneller. Den schaffe ich auch nicht. Ich glaube, ich habe eine Stärke von 345.000. Und der ist jetzt doppelt so stark als ich. Wie ich. Als ich, wie ich.
probiere ich meinen Doktor freizuschalten, weil der kann meine Leute heilen. Doktor ist frei. Bitte keiner sterben jetzt. Oh, zwei tot. Das gibt's doch nicht. Doktor auch tot. Und er ist auch tot. Nur noch die Kettensägenfrau, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich kann mir die Namen so schlecht merken. Jawohl, der Doktor ist weg. Und ich bin auch down. Ah, schon wieder. Ich denke mal, das reicht. Ich glaube, mehr brauche ich gar nicht machen. Hab drei Kämpfe gemacht. Dreimal verloren. Und die Quest hat gesagt: Ein Heldenduell dreimal. Ja. Training 250. Dann trainieren wir mal. Oh, ich habe keine Materialien mehr. Brauche mehr Essen. Die nächste Frage. Ich drücke einfach den ersten. Forschung schon abgeschlossen. Das ging aber schnell. Da, die Quest war fertig. Trainiere 250. Entschuldigung. Fallen. Ach, Mensch, was ist los? Kratzen im Hals. Ärgerlich. So, haben wir das jetzt auch. Queste. Also die werden wir nicht fertig kriegen. Rekrutiere 3 aus der Taverne. Das schaffen wir. Eins. Zwei. Drei fehlt. Ne, drei hatte ich. Fünf sollten es sein und. Hatte ich schon, das heißt, jetzt ist einer fertig. Genau. Falle. Besiege Zombiehöhle. Okay. Dr. Zombie, Level 15. Ich denke, den schaffe ich nicht. Das ist meine Zuflucht. Sieht noch schön klein aus. Zombie Polizei. Koordinateneinheit. Fünf Rassentechnologien. 6 von 8 Zombie-Polizisten. Okay, ich soll erst den angreifen. Mach mal.
bestätigen. Gab es da nicht Automatik? Ach, Schnellauswahl, da ist sie doch. Empfohlene Helden. Und senden. Was habe ich denn hier noch? Da ist mein neuer Marshall, den ich freigeschaltet habe. Hurra! Aber den brauche ich erstmal gar nicht. Ich möchte eigentlich den hier aufleveln. Ein Helm auf 31. Und es war ein Sieg. Aber da hat noch ein Zombie, die empfohlene Helden. Was ist da los? Achso, das ist der Einsatz, den wir haben. Empfohlene Helden, Schnellauswahl starten. Ja, Sieg. Eine zombie-kranke Schwester habe ich besiegt. Nein, 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 nein. Eine Zombie-Höhle, wo ist denn die? Ach, das ist eine Zombie-Höhle. Ach, das ist eine Raid. Na super. Da muss ich auf die anderen warten. Ach, da muss ich erst noch das hier bauen. Das geht gar nicht. Na gut, dann haben wir diese Quest, sage ich jetzt mal, auch fertig. Zombiehöhle, verbrauche 20, das kriege ich. Das sind zwei Kämpfe, ich benutze mal hier einen leichten, weil ich brauche diese hier für den einen Typen. Und da werde ich jetzt einfach mal alles runterspielen, was ich habe. Zack, der erste tot. Zack, der zweite tot. Nein! Greifen zwei gleichzeitig an, okay. Okay, der ist tot. Ist denn noch den da? Ach nee. Okay. Das haben wir einmal alles durch. Ich möchte die noch nicht.
Ach komm, benutze mal. Super, da angreifen möchte, lebt immer noch. Aber jetzt nicht mehr. Doch, immer noch. Möchte der angreifen? Damit kann ich ihn zerstören. Und jetzt der. Dann kriege ich das auf den Kopf. Jetzt erst einmal alle heilen. Kettensäge durch. Ach, erstmal verstärken. Ach je, vergessen. Ich muss die beiden tauschen. Combo 2. Combo 3. So, das war der erste Sieg. Und jetzt kommen noch die ganzen anderen. Geht's auf Blitz? Ein Blitz habe ich. Nee, ich habe 4 im Besitz. Gut. Der ganz linke. Jetzt sind die beiden. Ob ich das schaffe? Einer wenigstens. Und der Boss. Einmal heilen. Mit der Kette. Ach, schon wieder vergessen. Und da ist er. Jawohl. Nächste Runde. Dem Frosch heute den Hals. Der ist jetzt sowieso wieder voll. Oder nicht ganz. Ach, jetzt hat man voll. So, einmal alle verstärken, mit der Kettensäge durchgehen. Eine Person unter Beschuss. Okay, dann geht es jetzt wieder von vorne los. Und der, wenn ich so mache, kriegt er auch Schaden. Jetzt der da hinten. Ja. Ach, der war auch, der wollte auch angreifen. Wäre es mir so egal, hätte ich beide nicht geschafft. Waren zu weit auseinander. Okay.
Kommt noch mal hinterher. Na, nicht schlimm. Bisschen Schaden können wir ab und beide down. Okay, jetzt geht's weiter. Der nächste. Der möchte als erstes angreifen. Das probieren wir natürlich zu verhindern und machen. Was machen wir? Ich mach den nicht. Ich möchte ja. Egal, nimm mal einmal Schaden entgegen. Ist egal. So. Okay. Da, rot. Jawohl. Wow, nice. Und Doktor freischalten. Ja. Erstmal alle heilen. Jawohl. Wieder. Nächste Runde gewonnen. Noch 4 Runden. Ah, das dauert zu lang. Okay. Jawohl! Und jetzt kommt der Boss. Da mal rot. Nehmen wir auch gleich. Oh, schon fast tot. Da haben wir lila. Doktor frei. Jawohl. Siebener Kombo. Aber sowieso schon down. Noch 2 Runden. 3 Runden. Mit dieser 2 Runden. Mit dieser 3 Runden. Mensch. Okay. Nächste Runde. Nice. Und down ist er. Down ist er. Das war mal richtig schnelle Runde. Die Runde wird ein bisschen länger dauern.
Punkten. Wow. Das war der falsche, aber. Den da hinten. Der Boss kommt jetzt dran. Einmal heilen. Alle verstärken. Machen wir es mal andersrum. Und die letzte Runde. Okay, dann haben wir es auch geschafft. Der macht für Verteidigung noch Schilder. Links und rechts neben sich. Ach, das gibt's doch nicht. Ich habe einen verloren. Ich habe einen Spieler verloren. Kann ich ihn jetzt entwickeln? Nein, mir fehlen noch 6. Ach Mensch, das gibt's doch nicht. Gut. Einblinken immer noch. Der hier unten. Ach, der kann entwickeln. Sich entwickeln. Gut. Gut, gut, gut. Wieder eine Frage, nicht durchlesen, immer das Oberste nehmen. Und wer das Spiel kennt, der sollte sich natürlich das durchlesen und die richtige Antwort ankreuzen. Das da blinkt noch was hier. 5, ach, ein gratis. Ich warte, bis ich da 9 Stück habe, dann kriege ich nicht 10. Bei denen das gleiche und bei denen eigentlich nicht. Wenn der da ist, benutze ich den auch. So, das war's von
meine Seite hier. Es gibt natürlich Leute, die das besser spielen als ich. Ich bin hier ja auch Neuling drinne. Ich bin auch nicht so der, der da so viel Zeit investiert in das Spiel. Aber was ich halt immer mag, ist hier diese Puzzlespiele. Drei in einer Reihe. So, dann würde ich mir sagen, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.